Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute gibt es mal etwas Ungewöhnliches, das es noch nicht so häufig auf meinem Kanal gab, aber ihr wünscht es euch immer wieder. Deswegen habe ich euch in der vergangenen Woche mitgenommen zu einem Food Diary. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Ich habe euch alle Mahlzeiten der letzten Woche abgefilmt. Ich hoffe, ihr findet es spannend. Ich freue mich auf eure Kommentare und Anmerkungen unten. Los geht's mit Montag. Hi Leute, herzlich willkommen zum Tag 1, Frühstück Nummer 1. Frühstück ist jeden Tag das gleiche, nämlich ein Müsli mit etwas Obst. Bitte entschuldigt meine Stimme, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie habe ich mir eine Halsinfektion eingefangen, irgendwas in die Richtung. Und ich trinke oder ich esse mein Müsli immer mit Hafermilch. Hier in Chile gibt es zum Glück eine riesen Auswahl an Milchalternativen. Und dieses Frühstück wird sich jeden Tag wiederholen, aber jetzt habe ich es euch einmal gezeigt. Okay, Zeit für Mittagessen. Zum einen plätschert gerade mein Kaffee hier durch die Carmex. Ich trinke eigentlich gerade eine Kanne Kamillentee mit Honig. Beziehungsweise ohne, und der Honig steht hier, der ist mir gerade wieder eingefallen. Den werde ich mir mit rein tun. Und zum Mittagessen gibt es Nudelsalat. Das ist noch ein Überbleibsel von meiner Geburtstagsfeier. Und es war eingefroren und den habe ich heute früh, oder mein Mann hat den heute früh rausgestellt zum Auftauen. Und da mache ich mir jetzt einen Teller. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich denke, ich werde die Hälfte essen und vielleicht die andere Hälfte morgen oder so. Genau, das heißt, ab in die Mikro und dann auf die Couch. Meine Stimme. Abendessen heute mal per Bestellung, weil mein Mann mit Kollegen Abendessen ist. Ich habe mir meine Lieblingspizza bestellt. Oh mein Gott, sie sieht so gut aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das hier ist die Pizza New Orleans der Pizzeria Ciudadano und die ist mit Käse, karamellisierten Zwiebeln, Walnüssen und Äpfeln. Und oh mein Gott, das ist die beste Pizza ever. So, bei uns gibt es Reste essen. Nichts runterschmeißen. Frühstück war das gleiche wie gestern, deswegen habe ich euch das jetzt nicht nochmal gefilmt. Also hier haben wir die letzten zwei Pizzastücke und noch ein bisschen Nudelsalat und der Rest von meinem Nudelsalat ist da drüben. Yum. Ja. So, während ich da jetzt vorhin auf der Couch saß, gab es einen Snack. Den ich natürlich in dem Moment vergessen habe, aber ich kann ihn euch trotzdem noch zeigen. Hier hinten ist Apfelmus. Und ungefähr genau bis zu diesem Etikett habe ich es vorhin ausgelöffelt. Und jetzt gerade waren wir kurz beim Gemüseladen, haben Gemüse gekauft und Nüsse. Und die Walnüsse, die nicht mehr in die Packung gepasst haben, muss ich leider direkt essen. Dinnertime! Mein Mann hat Käse, Spätzle gekocht. Huhuhu. Wir haben ja hier Spätzle bekommen in einem Supermarkt, weil die Deutsche Woche war und die brauchen wir gerade Stück für Stück auf und Käsespätzle ist natürlich ein sehr guter Weg dafür. Und dazu gibt es noch eine O-Saft-Schorle und irgendeinen komischen Krimi. Heiß, 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 heiß. Heutiges Mittagessen. Aufgewärmte Käsespätzle. Oh. Okay. So, ich saß hier gerade am Schreibtisch, habe ein bisschen Video geschnitten und als Snack gab es einen Apfel. Nicht sehr spektakulär, aber ich hatte noch zwei zu Hause und die müssen jetzt langsam mal weg. Die wurden schon ein bisschen drüber. Hi Leute, ihr seht mich gerade nicht. Liegt dran, dass Stromausfall ist. Schon seit es noch hell war. Und ich habe meine Freundin getroffen unterwegs.
durch Zufall meine Nachbarin, mit der ich befreundet bin. Und wir sind dann spontan ins Café gegangen. Und dort habe ich einen Croissant mit Schokolade gegessen. Und ich hatte meine Kamera nicht dabei, weil ich nicht damit gerechnet habe, beim Gassi gehen etwas zu essen. Und dann war ich so satt von diesem Schokocroissant, dass ich jetzt eigentlich nichts mehr abendessen wollte. Aber mein Mann kam dann von der Arbeit und hatte natürlich noch Hunger. Und dann, durch den Stromausfall können wir nichts kochen. Das heißt, wir waren dann... Ja, das heißt, wir waren dann nochmal unterwegs und es gab jetzt einen Burger für meinen Mann und Pommes mit Käse, in die ich auch mit reinpiekse. Ha! Und ja, wie viel Uhr ist jetzt irgendwie? 8:30 oder so? Ah ne, genau 9:30, siehst du. Wahrscheinlich bis 9:30 ist noch Stromausfall. Ich glaube, wann ist der Strom ausgefallen? Um irgendwie 6 oder so? Weil ein LKW in irgendeinen Stromkasten gefahren ist. Und das ganze, also nicht das ganze Viertel, aber ja doch Viertel. Also nicht das Barrio, nicht das, wie sagt man da? Nicht der Stadtteil. Nicht der Stadtteil. Nicht die... So ein paar Blocks halt. Ja, ein paar Blocks, sagen wir mal, haben kein Licht und wir unter anderem auch. Und es ist ganz witzig, weil auch die Aufzüge gingen dann nicht und so. Ja, inzwischen haben sie einen Generator angeschalten, der die Aufzüge und die Notlichter betreibt und die Konserverie. Aber in der Wohnung ist natürlich noch nichts. Aber wenigstens genau die Wasserpumpe. Wir hatten auch kein Wasser, aber der Generator treibt auch die Wasserpumpe an. Jetzt haben wir wieder Wasser. Genau, also es bleibt, also Chile ist echt immer voller Überraschung. Ist interessant. Ich glaube, ich habe aber gehört, dass in Deutschland auch tatsächlich ein größerer Stromausfall war in den Tagen irgendwie. Habe ich irgendwie was mitbekommen, dachte ich. Aber ich weiß nicht genau, wo, habe ich vergessen. Naja, wir sind ja hier immer noch im Food Diary, also ich esse noch ein paar Pommes und das war's dann mit meinem Abendessen. Hello vom Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. Heute zeige ich euch mal wieder mein Frühstück. Es ist das gleiche wie immer, aber nur damit ihr nicht vergesst, dass es das auch gibt. So sieht das aus, wenn ich morgens zu meinem Schreibtisch komme. Das ist schwarzer Ostfriesentee mit Milch und das ist mein Müsli mit Obst. Und das esse ich mit Hafermilch. Abgesehen vom Lärm, what a life. Ich bin hier unter unserem neuen Sonnenschirm auf der Dachterrasse. Und habe den Rest von den Käsespätzle zum Mittagessen gegessen. Es war nur noch ganz bisschen was. Ich habe vergessen, es zu filmen, aber die Käsespätzle selber habt ihr ja jetzt schon zur Genüge gesehen. Mir ist aufgefallen, ich habe mich jetzt nicht sehr gesund ernährt die letzten Tage. Ne? Ich glaube, da sollte ich mal ein bisschen dran arbeiten. Und jetzt habe ich hier noch Saft und Wasser für Saftschorle und einen Kaffee und meinen Laptop. Und ich bin hier oben, weil heute unser Internet ausgefallen ist. Das heißt, ich kann hier oben sitzen und an anderen Projekten arbeiten ohne Internet. Heißt im Endeffekt, ich habe keine Ausrede, nicht weiter mein Buch zu schreiben. Tun wir es also. Wir haben ein gesundes Abendessen. Es gibt Gohan, wie es hier genannt wird, oder im Deutschen eigentlich eher als Buddha Bowl bekannt. Also ein Top. Pokeball oder Buddha Bowl, ja, depende. Also. Basis ist Reis. Normalerweise Salat, aber hatten wir nicht zu Hause. Und mit super vielen leckeren Zutaten. Oh, yum, 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 yum. Danke. Auch von Gordon. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Mittagessenstag auf meiner Terrasse in Chile. Ich muss leider feststellen, dass meine ganzen Pflanzen eingehen, aber. Das ist nicht Thema dieses Videos. Hier geht es ums Essen. Es gibt den Rest von gestern. Ich bin echt froh, dass ich meinen Mann überreden konnte, dass er gestern was Gesundes gemacht hat. Denn ich habe so Bock drauf. Und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Deswegen, ich glaube, ich brauche das jetzt so richtig. Und ich freue mich da jetzt auch voll hart drauf. Du weißt, dass das meins ist. Also. Da haben wir... den Rest. Der Pokeball, das ist übrigens kein Hackfleisch, sondern Sojagranulat. Yum, 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 yum. Hi Leute, ich habe euch ums Abendessen gestern betrogen. Wir waren nämlich im Restaurant und ich habe meine Kamera zu Hause vergessen, aber ich habe euch trotzdem nicht ganz vergessen, denn ich habe Fotos gemacht. Wir waren bei einem Peruaner und hatten als Vorspeise Empanadas, wovon ich 2 Stück hatte, gefüllt mit Käse und Shrimps. Und als Hauptgang hatte ich dann einen vegetarischen Burger, der sehr ausgefallen war, weil er kein Brot hatte, sondern statt dem Brot quasi oben und unten das Veggie Patty. Das war echt interessant. Hat super, super lecker geschmeckt. Heute Morgen gab es das stinknormale Frühstück wie immer. Und jetzt
tut mein Mann gerade Brezen vorbereiten als kleinen Vormittagssnack noch, bevor wir losgehen, weil heute gibt es ein sehr spätes Mittagessen. Das zeige ich euch dann aber später. Und hier sind die vorbereiteten Brezen. So, jetzt kann ich sprechen. Wir waren auf diesem Fest von der Arbeit von meinem Mann. Und wir hatten beide eine Waffel gefüllt. Und meine Waffel war gefüllt mit Gemüse. Und jetzt habe ich mir noch für den Heimweg oder zum Naschen eine Tüte Popcorn gekauft. Für umgerechnet 1 Euro. Was haben die? Die Waffel hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. 5 Euro war relativ teuer. Ja, Foodtruck halt, ne? Foodtrucks sind immer relativ teuer. 5 Euro für. Wobei ich muss sagen, das war echt viel. Also, die war echt mächtig. Das war eine riesige Waffel. War auch sehr lecker. Ja. Jetzt. Gut, in der Metro. Und warten. Okay. Schon ein bisschen in die Mitte? Oder? Ja. Ich glaube, die nehmen wir am besten wieder mit, oder? Das stimmt auch. Hallo, hier bin ich wieder. Heute Mittag haben wir Picknick gemacht im Park und jetzt sind wir wieder zu Hause. Und es gibt Sopaipillas. Das ist ein chilenisches Gericht. Das sind frittierte Kürbisfladen, aber nicht einfach nur Kürbis, sondern der Kürbis wird verarbeitet zu einem Teig und der Teig wird dann frittiert und dann sieht das Ganze so aus. Und es ist extrem lecker. Genau, also wir haben jetzt, das sind tiefgefrorene, normalerweise kann man die auch frisch kaufen. Wir haben die auch schon mal frittiert und das war super und jetzt haben wir sie zum ersten Mal im Ofen gemacht und gucken mal, ob es im Ofen auch was wird. So sehen die jedenfalls aus. Also das sind auf jeden Fall so flache Dinger immer und die können größer oder kleiner sein. Die jetzt haben so einen riffligen Rand, manchmal haben die einen runden Rand. Aber im Endeffekt schauen sie eigentlich immer ungefähr so aus und sind einfach aus Kürbis. Wow, wie schnell kann bitte eine Woche vergehen? Wahnsinn! Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Schreibt mir mal, ob da irgendwas dabei ist, was ihr total vergessen hattet. Denn mir geht es oft so, dass ich nicht so richtig weiß, was ich abends kochen soll. Und solche Videos helfen manchmal, sich an so typische Standardgerichte wieder zu erinnern, die man irgendwie völlig vergessen hatte. Für mich waren das zum Beispiel Spätzle. Wenn das Video euch gefallen hat und wenn ihr in Zukunft regelmäßig Food Diaries sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit ich es Bescheid weiß oder schreibt es mir in die Kommentare oder am besten beides. Und dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!